Ach du dickes Ei. Stolze 17 Milliarden Eier werden in Deutschland jährlich verzehrt. Im Durchschnitt macht das 212 Eier pro Nase pro Jahr. Doch wie gelingt das perfekte Frühstücksei? Weltmeisterkoch Ronny Pietzner testet für uns verschiedene Methoden und Gadgets. Hier unser Eiercheck. Seine Assistentin ist Seba aus Berlin. Ich habe schon so viel darüber gehört, wie man das perfekte Ei macht, und heute möchte ich wissen, wie es geht. Das Ei gilt seit der Antike als Symbol für Wachstum und Fruchtbarkeit. Ja, Seba, 80 Millionen Deutsche essen morgens ein Frühstücksei, du auch hoffentlich. Aber hallo. Wir wollen heute den großen Eiertest machen. Ich habe hier mal schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich als erstes der erste Test, den wir machen. Woran erkenne ich, ob ein Ei frisch oder alt ist? Ob ich es noch essen kann? Weißt du es? Ich glaube nicht. Wer kennt die Antwort? Ist das Ei frisch, wenn es auf dem Glasboden liegt? Schlecht? Schlecht, würde ich sagen. Also ein gutes Ei muss, glaube ich, nach oben kommen. Keine Ahnung. Das ist schlecht. Ich würde sagen, die schlechten Eier schwimmen oben, oder? Ja, weil in sich da nicht irgendwelche komischen Gase drin sind. Aber wenn man noch Eier in den Topf schmeißt, dann schwimmen die da oben eigentlich, oder? Ja. Das ist gut, weil es nach unten sinkt. Wenn die Faulgase drin sind, würde es nach oben schwimmen und würde eben an der Oberfläche bleiben. Was meint unser Eierexperte dazu? Wir wollen mal schauen, ob die Eier wirklich frisch sind. Einmal unser Bio-Ei. Ja. Dann die anderen beiden Eier. Ich packe die mal hier unten rein. Und ich kann dir eins versichern, diese drei Eier sind zumindest alle frisch. Jetzt schauen wir mal. Ich habe heute auch schon welche gekauft, ganz, ganz frische Eier. Ja. Schau mal her, hier unten rein. Würde das Ei jetzt hier oben schwimmen, ja? Oder würde es sich hier in der Mitte irgendwo bewegen? Das wäre alt und man könnte es schon fast riechen. Bei faulen Eiern bildet sich am stumpfen Ende eine Luftkammer. Grund dafür ist, dass die Flüssigkeit aus dem Inneren des Eis durch die Poren in der Eierschale verdunstet. Je mehr Luft durch die Kalkschale ins Ei kommt, desto größer ist seine Schwimmfähigkeit. Nach 3 Wochen treiben ungenießbare Eier an der Wasseroberfläche. So, Seba, sag mal, wie magst du denn dein Frühstücksei am liebsten? Gekocht. Gekocht. Hart oder weich? Wie die meisten Deutschen. Innen weich, außen schön hart. Hart. Die Mission ist klar. Gesucht das perfekte Ei. Im Test diverse Methoden. Es beginnt mit einer Kaffeemaschine und einem Gadget für 7,95 Euro. Haben Sie schon mal aus der Kaffeemaschine das perfekte Ei gezaubert? Den Wassertank vollfüllen, dann das rohe Ei in den Filter legen und die Maschine anschalten. Topf raus, Wasser rein. So, wie geht's bei dir weiter? Ich habe hier einen Egg Perfect. Ein Egg Perfect. Das legt man mit ins Wasser rein. Okay. Während wir darauf warten, dass das Wasser kocht, ja, habe ich hier einen Eipiekser mitgebracht. Bedeutung kennst du? Wann und warum sollte man das Ei eigentlich vor dem Kochen anpieksen? Wer weiß es? Damit sie vielleicht nicht oben schwimmen? Ja, überleg mal. Ich habe es auch schon gehört. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen die sich besser schälen, damit sie nicht platzen. Also ich mache das nicht, weil ich die schon ins kalte Wasser packe. Und wenn man die ins kochende Wasser packt, dann muss man die, glaube ich, anpieken, damit die eben nicht platzen. Wenn es aus dem Kühlschrank kommt, muss man es anpieksen. Und wenn Zimmertemperatur ist, dann kann man es lassen. Gekühlte Eier anpieksen, da unter der Schale eine Luftblase ist und das Ei sonst im heißen Wasser aufplatzt. Das Gadget zeigt an, ob das Ei weich, mittel oder hart ist. Also, wir haben natürlich immer unsere Verpackung im Auge. Der rote Kreis muss sich immer weiter schließen. Nachteil, es riecht stark nach Plastik. Also, wenn das Wasser still ist, dann sieht man auch, ob medium, soft oder hart oder wie auch immer. Aber das Wasser darf sich um Gottes Willen nicht bewegen. Wie geht das bei kochendes Wasser? Ja. Taucherbrille auf und rin, ne? Am besten das Gadget kurz rausnehmen und gegenchecken. Was macht das Ei in der Kaffeemaschine? Nach einem Durchlauf sollte es gar sein. So, wir schauen mal, ja? Mhm. Gespannt sein. Aber wirklich. So. Oh. Ha. Ist das Kaffeemaschinen-Ei zu empfehlen? Es ist der Hammer. Hammer. Es ist der Hammer. Wahnsinn, das Ei ist gar. Ich schau mal hier. Ich glaube, hier regt sich langsam auch was. Ich pack's hier mal rein. Ist soft, ja? Ja. Okay, dann hol raus ein Ei. Und ich besorge jetzt mal ein bisschen kalt Wasser. Seba nimmt das Soft-Ei nach 5 Minuten 10 aus dem Kochtopf. Warum abschrecken, weißt du, oder? Kennt jemand die Antwort? Warum soll man Eier eigentlich abschrecken?
dann, dass die Schale besser abgeht. Umso besser lässt sich wahrscheinlich schälen. Da löst sich die Haut besser ab vom Ei. Ich meine, dass das, je nachdem, wie gut man die abschälen kann, dass das damit zu tun hat, wie alt oder jung die sind. Wenn es sehr frische Eier sind, dass die dann eben sich ganz schlecht von dieser inneren Schale abwellen lassen. Damit die Schale besser abgeht? Damit zum einen die Schale besser abgeht, aber auch, wenn ich diese Garstufen erreichen möchte, Medium, Soft, Hard, dass das Ei einfach nicht nachgart. Der Test. Was taugt das Gadget Egg Perfect? Ist das Ei wirklich weich? Also das könnte man schon so durchgehen lassen, weil in der Mitte schön weich, ne? Mhm. Kochzeit für das Medium-Ei, 8 Minuten 20. Das sieht mir nicht nach Medium aus. Ich würde auch sagen, ich nehme jetzt mal meinen Eierlöffel und ich gucke mal. Also es ist verdammt hart und es bewegt sich noch. Es ist so zäh und so fest, dass es direkt vom Löffel gesprungen ist. Beim letzten, da brauche ich Hilfe. Und zwar habe ich da was mitgebracht. Eierköpfen leicht gemacht mit einem Gadget. Draufsetzen. Ja. Und dann einfach rauffallen lassen. Schauen wir mal. Jetzt hat sie klar. Das war aber auch nicht so. Und jetzt. Ta-ta-ta-ta. Wow. Also, ganz, ganz wichtig bei dem Gerät, alle guten Dinge sind drei. Wenn Sie 30 Eier haben, mal drei, wissen Sie, Sie brauchen ein bisschen länger. Ist das hart gekochte Ei gelungen? Es geht so. Es geht so. Das ist für mich ein ziemlich großer Flop und würde sagen, braucht man nicht. Lieber in die Kaffeemaschine. Diese Gadget-Investition lohnt sich also nicht. Oldschool, aber top ist die Kaffeemaschine. Das nächste Gadget heißt Boily und ist für 6,90 Euro im Internet erhältlich. So, was machen wir denn jetzt? Also ich habe hier noch so ein Gadget, das ist für die Mikrowelle. Ja, okay. Soll ich helfen beim Lesen oder wie? Ja, bitte. Mikrowelle, da steht es. 1000 Watt, maximal 5 Minuten. Ja, ist schon mal ein No-Go für das Teil, ne? Weil die Verpackung nicht aufgeht. So. Typisch Frau, ne? Okay. Das liegt nicht du an machst mir. Den Schnappi auf hier. Schnick, schnack. Ah, ja. Okay. Okay. So. Eier pieksen habe ich gelesen. Ach, so. Da gibt es sogar hier was dafür. Guck mal. Süß. Ah, ja. Ganz wichtig, etwas Wasser einfüllen. Ansonsten bleibt das Ei innen roh. Übrigens enthalten Hühnereier fast alle wichtigen Vitamine, außer Vitamin C. Ein Ei hat zwischen 90 und 120 Kilokalorien. So. Ha, heiß ist es auf jeden Fall schon mal. Komm her, du Vogel. Was nun? Hat ihr Bissen oder wie? Heiß. Ist das Ei wirklich perfekt gegart? Oho. Ich würde sagen, wenn man ein bisschen Übung hat mit der Mikrowelle, bekommt man doch Tatsache das perfekte Frühstücksei in der Mikrowelle hin, ja? Würde ich auch sagen. Also sieht wirklich super. Gut aus. Empfehlenswert, unser Mikrowellen-Gadget Boily. Die nächste Methode ist etwas für alle Smartphone-Besitzer. Ich habe im Internet gesehen, dass es eine Eier-App gibt und die lade ich jetzt runter. Die App für 29 Cent im jeweiligen Store kaufen. Eigröße und gewünschte Garstufe einstellen. Schau mal, eine Eier-App auf dem iPhone. Toll! Und was kann es? Also eigentlich muss man hier drauf drücken. Dann guckt man, wie groß das Ei ist. Also okay. Hiermit funktioniert es. Okay, mit dem Wachtlein. Ja. Na, dann leg mal los. Das heißt. So. Also misst es denn aus, oder wie? Passt, oder? Ja, passt. Okay. Gib's mir mal rauf, ich halte es fest. Jetzt noch die Eitemperatur bestimmen. Ich möchte mein Ei Medium haben. Okay, Start. Und unter anderem gibt es hier auch auf der App ein Eierspion. Aha. So sieht das Ei zurzeit im Topf aus. Unglaublich, wir kochen die Eier mit einem iPhone. Jetzt ist hier ein grüner Haken dran. Das heißt weiches AD. Und du musst raus. Damit das Ei nicht nachgart, kurz abschrecken. Tipp, je älter das Ei ist, desto besser lässt es sich schälen. Ich nehme mal lieber das kleine Messer. Oh, und Tatsache, es funktioniert sogar für ein Wachtelei. Wow. Ich habe noch nie so ein perfekt gegartes Ei sehen. Witzige Idee, die Eier-App. Super, raffiniert ist garantiert dieses Buch für 19,90 Euro. Werner Gruber, der Einstein der Küche augenscheinlich, denn der hat so ein paar Thesen hier entwickelt und zwar für die Küche.
eine Formel, die ich als Koch überhaupt nicht deuten kann. Dabei ist die Formel gar nicht mal so kompliziert. Einfach den Durchmesser des Eies ins Quadrat nehmen, die Temperatur für kochendes Wasser ist 100 Grad, T-Starttemperatur bestimmen und das Wichtigste, die Zahl 62 für ein weiches Ei oder 82 für ein hart gekochtes Ei einsetzen. Unser Ei kommt aus dem Kühlschrank. Alle wichtigen Werte ermitteln und in den Taschenrechner eintippen. 4,98 und zig Zahlen hinten dran. 5 Minuten. Auf genau. Auf geht's. Ei hast du. Da ist es. Ja. Einmal pieksen, kommt ja aus dem Kühlschrank. Das Ei nach exakt 5 Minuten abschrecken. Ei ist nicht gleich Ei. Und genau das fließt mit in die Formel ein. Sie verspricht ein Ei, das im Inneren noch schön flüssig ist. Der Schlag hinein und das perfekte Ei der 5 Minuten Formel. Es ist uns gelungen. Sehr schön. Ja. Tatsache, die Formel hält, was sie verspricht. Ebenfalls im Buch enthalten ist eine Schablone, mit der Eierkochen keine Wissenschaft mehr sein soll. Die Eierschablone. Die Eier müssen in kochendes Wasser gelegt werden. Ich nehme ein Ei mit Raumtemperatur und stecke das Ding hier rein, oder wie, oder was? Mach das doch mal hier. Einfach die schmalste Stelle des Eis zwischen die beiden Laschen legen und die Zeit am richtigen Randbereich ablesen. Also ich würde sagen, 4 Minuten 40 passt. Ab rein, ich starte. Wichtig auch hier, die Temperatur des Eis. Auf die Plätze, fertig, raus! Abschrecken, ta-ta. Ha, so. Wunderbar. Et voilà, nach 4 Minuten 40 ist das Ei fertig. Es war ja ein weiches Ei, ne? Das scheint mir sehr weich. Das ist sehr, sehr weich, ja. Obwohl, es ist eigentlich ganz gut, ne? Das Schablonei, das hat auch funktioniert. Egal ob physikalische Formel oder Schablone, beide Methoden aus dem Buch sind top. Die Favoriten aber sind ganz klar Kaffeemaschine und Eier-App. Damit gelingt Ihr perfektes Frühstücksei garantiert. Und wenn Sie es doch lieber herkömmlich mögen, jetzt der Expertentipp. Unsere Faustregel für die Eier, 3 Minuten 50 bis 4,20 schön weiche Eier, also Eigelb und Eiweiß weich. 5 bis 7 Minuten nur das Eigelb schön fluffig und ab 7 Minuten festkochende Eier. Viel Erfolg, viel Spaß beim Nachkochen.